Ja, am 8.2.2019 erschien auf dem offiziellen Twitter-Profil des Auswärtigen Amtes die Nachricht Film ab für Vielfalt und Gleichberechtigung, warum das Auswärtige Amt die Biennale 2019 fördert. Ergänzend war dem Netzauftritt des Auswärtigen Amtes das Motto der Biennale zu entnehmen, Zitat, das Private ist persönlich. Am selben Tage berichteten verschiedene Medien über die Anwesenheit des Bundesaußenministers Heiko Maas mit seiner nun ja, Freundin Natalia Wörner bei der Biennale, unter anderem wie folgt, ich zitiere, kuschelnd, busselnd und tuschelnd, berichtet die Bild-Zeitung, und Zitat, knutschend vor den Kameras, berichtete der Stern. Herr die Kollege. Texte waren jeweils entsprechend bebildert. Ich frage Herr die Kollege, ich frage die Bundesregierung. Herr Kollege, einen Moment, Herr Kollege. Ich frage die Bundesregierung. Herr Kollege, können Sie einen Moment mir erlauben, Ihnen eine Bemerkung zu machen? Wir sollten zwischen dem, was wir die Regierung befragen, und zwischen Bemerkungen, die ausschließlich die persönlichen Lebensumstände von Mitgliedern der Bundesregierung betreffen, einen deutlichen Unterschied machen. Ich bitte Sie, Ihre Frage auf den Teil zu konzentrieren, der nicht die persönliche Lebensführung von Mitgliedern des Bundestages oder der Bundesregierung betrifft. Es ist ja gerade die Frage, ob die persönliche Lebensführung ist, Herr Präsident. Das mag aber sein, aber ich frage die Bundesregierung oder den Bundesaußenminister, der jetzt hier sitzt, sind Sie in Ihrer Funktion als Bundesaußenminister, aus dessen Haushalt eine Förderung der Biennale stattfindet, oder als Privatperson bei der Eröffnung der Biennale gewesen? War Anlass der Förderung das Motto, das Private ist persönlich? Und in welcher Höhe ist die Biennale aus dem Haushalt des Auswärtigen Amtes gefördert worden? Und schließlich, sind Sie der Ansicht, dass der knutschende, busselnde, tuschelnde Außenminister bei einer aus seinem Haushalt finanzierten Veranstaltung so handelt, wie man es von einem Bundesaußenminister erwarten kann? Vielen Dank. Herr Kollege, Herr Bundesminister, Sie müssen nicht antworten, wenn Sie mögen. Können Sie? Sie wollen nicht antworten, dann rufe ich die nächste Frage auf. Die nächste Frage. Stellt der Kollege Michael Brandt, CDU-CSU. Jetzt hat das Recht zur Frage der Kollege Michael Brandt, CDU-CSU. Herr Präsident, es tut mir sehr leid. Der Compliance-Advisor. Vielen Dank. Der Compliance-Advisor, ob es so schnell geht, weiß ich nicht mit der Besserung. Warum tun wir es nicht? Klimaschutz schafft doch die wirkliche Energieunabhängigkeit. Das haben andere auch schon ausgesprochen. Dieser Tage hat das zum Beispiel die 16-jährige Greta Thunberg immer wieder getan. Wir sollten sie dafür loben. Der Kollege Paul Ziemiak von der CDU hat ja offensichtlich zum Gefallen der AfD sie dafür per Twitter gedisst. Ich will Ihnen von der Union eins sagen. Greta Thunberg geht für Ziele auf die Straße, die Sie in Paris unterschrieben haben. Sie muss auf die Straße gehen, weil Sie Ihre eigenen Ziele ignorieren. Paul Ziemiak spricht einer 16-Jährigen eine politische Meinung ab, aber morgen wird er mit Freude dafür stimmen, dass weiterhin 17-Jährige bei der Bundeswehr dienen sollen. Was ist da die Logik, meine Damen und Herren? Es geht um die Vereinbarkeit von Nord Stream 2 mit den Klima- und Energiezielen der EU. Als ob das der wirklich entscheidende Punkt wäre. Ich muss sagen, Herr Trittin, Ihre Argumentation ist wirklich abenteuerlich. Nach der Kernkraft, nach der Kohle wollen Sie jetzt auch noch die Gaskraft verteufeln. Wo bekommen wir dann bitte schön in Zukunft die vernünftige, stetig erzeugte Energie her? Da kann ich wirklich die Bürger nur warnen, wenn die Grünen unser Land regieren, dann werden Sie uns in die Steinzeit zurückbefördern. Was Sie hier anbieten, ist eine energiepolitische Amokfahrt. Dann wundern Sie sich, dass wir jetzt auf russisches Gas angewiesen sind. Das ist völlig absurd. Wenn man Ihre Interviews mal liest, Herr Trittin, dann merkt man relativ schnell, dass man gar nichts merkt. Sie sind in einem völligen Zwiespalt. Sind Sie für Nord Stream 2? Sind Sie gegen Nord Stream 2? Wollen Sie dafür sein? Wollen Sie gegen die USA sein? Oder machen Sie es wie Frau Göring-Eckardt, die ja immer wieder betont, dass wir keine Pipeline brauchen, weil Sonne und Wind das schon regeln werden. Das ist in einer grünen Wünsch-dir-was-Welt, in der Energiepolitik aus der Dose kommt, in der Energiepolitik nichts mit Grundlastfähigkeit zu tun hat, da funktioniert das vielleicht, hier funktioniert es nicht. Ich komme die Bemerkung nicht verkneifen, Herr Köhler. Wenn ich Köhler heißen würde, wäre ich vielleicht auch Kohleaffiner.
Aber das bin ich nicht, sondern... Ja, ja, ja. Mit dem müssen Sie leben. Mit dem... Nach der Rede müssten Sie mir doch viel mehr leben. Ich möchte Ihnen sagen, Herr Köhler, Ihre Rede war wirklich sowas von old-fashioned. Sie haben noch gar nicht erkannt, die Zeichen der Zeit, dass auch die Kohle ausgeht. Und dass übrigens natürlich auch Gas ausgeht. Insofern haben die Grünen recht, wenn sie sagen, es wäre viel besser, wenn wir sehr schnell zu einem Zeitpunkt kommen würden, wo wir Gas nicht mehr brauchen. Da haben Sie recht. Allerdings hat Ihre Rede vorher relativ wenig mit dem zu tun gehabt, was Sie gestern gesagt haben. Ich weiß nicht, durften Sie von Ihrer Fraktion aus das nicht sagen, wie Sie es denken? Oder wechseln Sie, um die Unterwäsche des Kollegen Ernst noch mal zu zitieren, Ihre Meinungen so wie andere, die Unterwäsche? Ja, den Eindruck könnte man manchmal haben. Ja. Also ich habe gedacht, dass wir über wirtschaftliche Probleme sprechen bezüglich Nord Stream 2, darüber, ob das nicht viel eher eine politische Debatte sein muss. Das wurde Frau Merkel schon vor einigen Monaten. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass wir in Sachen bezüglich Nord Stream 2 jetzt eine Klimadebatte führen werden. Das hätte ich nicht geglaubt. Ja, natürlich steht es da. Ich habe es ja vorher gelernt. So ist nicht. Ich habe es trotzdem nicht begreifen wollen. Verstehen Sie? Warum? Über einen Stoff, damit Sie es gleich merken, der zu 0,04% in der Luft vorkommt, fange ich keine minutenlange Diskussion an, meine Damen und Herren. Und meine Fraktion auch nicht, damit Sie es gleich wissen. Altmaier hat eben gesagt, langfristig können wir über erneuerbares Gas nachdenken. Mann, 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 Sie haben echt den Schuss nicht gehört, wie dringend der Klimaschutz ist. Auch Timon Gremmels von der SPD sagt nicht, was er konkret dafür tun will, dass wir Stück für Stück auf erneuerbares Gas setzen. Investieren Sie endlich Grips in die Aufgabe, wie ersetzen wir fossiles Erdgas? Das passiert nicht von selbst. Dafür müssen Sie politische Maßnahmen umsetzen. Und Herr Präsident, Frau Kollegin, ich werde hier Frau Kollegin, sehr stark die in meinem Redefluss gestört. Abgelaufen, wenn Sie vielleicht zum Ende kommen. Ja? Ich komme zum Ende. Es gibt drei. Liebe Kollegen, lassen Sie der Kollegin ihren letzten Satz noch sprechen. Bitte, Frau Kollegin, letzter Satz. Drei Sachen gibt es jetzt zu tun. Die Wärme. Frau Kollegin, bitte. So, es gibt drei Sachen zu tun. Erstens. Im Gebäudebereich die Millionensubventionen für fossile Heizungen abschaffen und endlich ein Gebäudeenergiegesetz, was den Bestand klimaneutral macht. Zweitens ein Klimaschutzgesetz, das die verbindlichen Vorgaben für Treibhausgasreduktion festlegt, ein CO2-Preis und drittens endlich den Ersatz von Erdgas durch erneuerbare Energien umsetzen, indem sie auf Power-to-Gas setzen, anstatt auf fossile Infrastruktur. Jawohl. So, Frau Kollegin, es ist jetzt wirklich vorbei. Ich kann verstehen, dass die Schülerinnen und Schüler, die jeden Freitag auf die Straße leid, aber wir gehen, haben hier, wütend sind wir auf diese haben hier Bundesregierung. Regeln. 5 Minuten, Sie reden jetzt 6 Minuten, das geht so nicht. Frau Kollegin Verlinden, also Sie haben ja hier jetzt ordentlich in der Debatte ordentlich Gas gegeben. Aber ich kann Ihnen sagen, Sie haben Gas gegeben in die falsche Richtung. Denn das, wie Sie sich das vorstellen, führt in die falsche Richtung und führt dazu, dass Deutschland nicht mehr zukunftsfähig ist. Ich kann nur hoffen, dass das auch die Wählerinnen und Wähler so erkennen. Und meine Damen und Herren, Herr Trittin, Sie haben vorher Paul Ziemiak vorgeworfen, er hätte Greta Thunberg gedisst. Ich kann nur sagen, wenn jemand den Kohlekompromiss als pauschal absurd bezeichnet und bewertet, übrigens einen Kompromiss, dem zum Beispiel Greenpeace und viele anderen zugestimmt haben, der muss sich auch Fragen gefallen lassen. Und er muss sich auch Fragen gefallen lassen, selbst wenn er 16 Jahre alt ist, selbst wenn er aus Schweden kommt und selbst wenn es Ihnen nicht passt, auch dann muss er sich diese Fragen stellen lassen. Und Paul Ziemiak hat nichts anderes gemacht, als zu fragen, wie sieht es eigentlich mit Arbeitsplätzen aus, was ist mit Versorgungssicherheit und was ist mit der Bezahlbarkeit. Und das hat nichts mit Dissen zu tun, sondern das ist Realpolitik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank. Biomasse. Ihre Jünger rennen doch als erstes rum und reden von der Vermeisung der Landschaft. Wasserkraft. Ich möchte die Grünen erleben, wenn wir in der Schwäbischen Alb oder im Bayerischen Wald oder im Schwarzwald in die Täler gehen, eine Mauer mit Beton reinbauen und Wasserspeicher machen. Möchte ich mal erleben, was dann für eine Diskussion ist. Kernfusion. Kernfusion ist für Sie Teufelszeug, obwohl das ja sicherlich in der Forschung zumindest eine Option für die Zukunft ist.